verlieren am Ende mit 11, glaube ich, gegen eine SG. Halbzeit 17-10. Fazit vom Spiel einfach, ja, wäre zu schwach gewesen, konnten nichts dagegen werfen, das, was die im Angriff geleistet haben. Und andersrum genauso, die haben eine, ja, noch niemals eine gute, eine ordentliche Abwehr gespielt. Und wir waren im Angriff einfach, ja, wenn wir uns mal eine Wurfchance erarbeitet haben, dann haben wir die ja, leichtfertig vergeben. Torhüter hat normal, war jetzt nicht überragend, aber wir haben es ihnen leicht gemacht, dass wir einen schönen warm geschossen haben. Und ja, so kommt dann so ein Ergebnis zustande. Ehrgeiz oder so Kampfwillen kann man uns gar nicht heute abschreiben, war eigentlich vorhanden, aber es hat in jeder Situation irgendwie so das letzte Quäntchen Glück oder die richtige Entscheidung, dass man die richtige Entscheidung trifft, hat gefehlt und dadurch kommt dann dieses hohe Ergebnis zustande, was aber auch meines Erachtens dem Spielverlauf entspricht und in Ordnung geht. Heute in der SG, wir haben hoch verloren. Wir haben es über die gesamte Spielzeit nicht geschafft, eine vernünftige Toreffektivität hinzubekommen. Wir haben einfach, oder wir brauchen einfach zu viele Versuche für unsere Tore. Die Abwehr durch den Weggang von Milan war auch nicht so stabil, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, sodass wir da auch sehr viel Arbeit im Augenblick haben, auch mehr Fehler produziert haben im Abwehrverbund als sonst. Gut, jammern hilft nichts. Wir müssen an uns weiterarbeiten, müssen unsere Torwurf-Effektivität einfach steigern und hinter der Abwehr kollektiver verteidigen. Dann ist da auch irgendwann mal was möglich.